Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier live aus dem Himmel. Und heute wird es schön. Heute können wir endlich Ressourcen sammeln für den Umbau, um das Ganze hier mal ein bisschen, ja, Blaze sicher zu machen. Wir haben es in der letzten Folge schon gesehen. Ging ein bisschen heiß her. Aber heute werden wir endlich unseren Cobblestone-Gen bauen. So, dann machen wir hier hinten noch ein bisschen Slabs drauf, dass da auch wirklich nichts spawnen kann. Und hier vorne haben wir ja eigentlich Beleuchtung. Also von daher können wir es uns hier gemütlich machen. Wir können das hier eigentlich theoretisch noch mit Holz auskleiden, dass wir auch wirklich, falls wir mal so, wupp, ne, nicht ins Void fallen. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich würde jetzt einfach mal schnell schauen, dass ich ein bisschen Cobblestone generiere. Und in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen Bäume anpflanze. Wunderbar. Fast Leaf Decay habe ich jetzt auch mal drauf. Dann geht es nämlich ein bisschen schneller. Und dann sind wir ganz gut beieinander. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal Steine klopfen. So, 4 Steinspitzhacken. Später, ungefähr 30 Minuten gefarmt, ist die Ausbeute doch ganz angenehm. Wir haben 6,5 Stacks Cobblestone schon mal rausgeholt. Man muss aber dazu sagen, hätten wir Hopper drunter gehabt, hätten wir deutlich mehr bekommen. Also man kann sagen, du hast zwischen 1/3 und 50% Verlust. Deswegen wäre mein nächstes Anliegen, dass wir unsere Villager mit unseren Cobblestones, die wir jetzt haben, ein wenig auf die Seite stellen und uns eine Eisenfarm generieren. Übrigens, ich habe tierischen Hunger, sollte vielleicht was essen. Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt, weil es regt mich auf. Ich habe nur noch 5 Eisen, also ein Hopper. Wir haben viel zu viel verloren. Deswegen würde ich Joe und Angela einfach 20 Blöcke in die Richtung holen und würde dann sie vermehren und dann drüber eine Eisenfarm machen. Und dann würde ich einfach noch ein paar Villager dazu holen, die uns dann die Möglichkeit geben, an Rüstung, an Werkzeug und an Waffen ranzukommen. Das wäre so das Beste, weil irgendwann kommt ja der Ender Dragon. Und ja, so wie wir jetzt ausschauen, ist das nicht so geil. Deswegen ist der nächste Schritt jetzt ganz klar Eisenfarm. Und danach, wenn wir genug Eisen haben, werden wir unseren Cobblestone Gen upgraden und werden dementsprechend mehr Steine rausholen und dann können wir hier endlich ausbauen. Deswegen würde ich sagen, baue ich mal da drüben ein kleines Zuhause für unsere 2 Villager. Okay, so, da haben wir hier unseren Weg, 20 lang. Das sollte eigentlich als Abstand reichen, dass auch, also hier oben kann ja eh kein Golem spawnen dann. Das ist ganz praktisch. So, habe ich noch? Ja, ich habe noch. Aber ich habe nur noch die Dia-Spitzhacke. Muss dann schauen, dass ich auf jeden Fall als nächstes, wenn wir genug Eisen haben, muss da drüben eine Monster farmen. Wir brauchen so viel Material, das geht so langsam nicht mehr. Deswegen müssen wir uns ein bisschen jetzt Hilfe holen. Ich würde sagen, die Insel mache ich wieder 5 breit. Oder so eine kleine Insel wieder. Sollte eigentlich reichen. Ja, machen wir mal. Schauen wir mal, ob es groß genug ist. Ansonsten können wir immer noch verlängern. Aber so als Ausgang ist es, denke ich, voll in Ordnung. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist eine angenehme Größe. Hier müssen wir jetzt dann einfach nur noch ein kleines, es muss kein schickes Gebäude sein. Es muss einfach eine Funktion erfüllen. Deswegen würde ich sagen, so dass ich noch vorbeilaufen kann. Und 5x5 Kasten reicht eigentlich. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, es ist ein bisschen
Ja, wir brauchen hier hinten noch ein bisschen Platz für 5 mal 7 Kasten. Für unsere Eisenabfuhr. Können wir auch theoretisch dann hier vorne reinbauen. Aber ja, machen wir 5 mal 7, weil hier wäre dann geplant, ein Zombie einzuholen. Den müssen wir aber dann nur noch überzeugen, dass er in einem Boot sitzen bleibt und vielleicht oder ein Item hält. Beides okay. Dass unsere Villager natürlich dann immer in Furcht leben. Wir sind richtig nett. Und dann spawnt hier immer wieder ein Golem. Das ist ganz gut. Deswegen ziehen wir das jetzt mal hier hoch. Und brauchen wir auf jeden Fall noch Betten. Oh, ich habe nicht mehr genug Steine dabei. Okay. Dann kann ich noch mehr holen. So, wir müssen hier, müssen wir dann noch Betten reinstellen und die Chopblocks. Und dann müssen wir das Ganze mindestens wenden, weil die stellen sie ja gerne mal auf die Betten. Ja, wir sind ja zwei hoch plus Betts, wenn wir drei hoch. Also müssen wir mindestens eine Dreierhöhe bedenken. Weil sonst laufen wir Gefahr, dass unsere Villager an Kopfschmerzen sterben. Die simpelste Eisenfarm der Welt. Wie gesagt, hier kommt dann ein Zombie rein. Der soll die Villager auf Trab halten. Ich habe dazu auch mal vor längerem ein Video gemacht. Das kann man mit einer Redstone-Schaltung noch ein bisschen optimieren. Weil wenn die Villager die Chance haben, ab und zu mal zur Ruhe zu kommen und sich mal kurz hinzulegen, dann läuft die Eisenfarm noch ein bisschen besser, weil sich das ganze System dahinter resettet. Zumindest war es in den älteren Versionen so. Ob es jetzt in den neueren 1.19, 1.20 so ist, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Link ist oben. Einfach mal anschauen. Mit einer ganz einfachen Redstone Hopper Clock kann man das System ein bisschen verfeinern. Und dann kann man die Eisenfarben noch ein bisschen nach vorne holen. Also ein bisschen mehr Ertrag rausholen. Aber ansonsten funktioniert es trotzdem. Wunderbares System. Einfach und ja, schade für die Golems. Aber wir brauchen einfach das Material. So. Nach Ewigkeiten haben wir ein Baby in the house. Das hat jetzt wirklich ewig gedauert, bis die da richtig Bock hatten. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müsste es irgendwann losgehen, dass hier ein Golem erscheint. Wir bräuchten jetzt natürlich am besten noch einen Zombie. So, dann machen wir hier auf. Dann müssen wir hier das Boot reinsetzen. Ach, das ist jetzt wieder zu schmal, ne? Das muss dann hier sitzen, dass die auch den Zombie sehen. Muss jetzt nichts Großes sein. Es muss keine Monsterplattform werden, ne? Es muss einfach nur die Möglichkeit geben, dass hier ein Zombie erscheint. Creeper und so weiter müssen wir halt dann händisch erledigen. Also, sobald ich dann einen Zombie sehe, müssen wir gleich vorhechten, damit nichts anderes spawnt. Bin ich eigentlich weit genug weg? Da haben wir schon mal eine Spinne. Das ist schlecht. Also gut für mich, ja, aber schlecht für den anderen. Danke dafür. Creeper wäre jetzt nicht so geil. Zombie wäre natürlich schon schöner. Creeper muss natürlich sein. Muss natürlich ein Creeper sein. Kann ja kein Zombie sein. Warum mir was Gutes tun? Komm her. Er hat sich's gerade noch überlegt. Er darf natürlich nach unten fallen. Auch ein Zombie. So, mein Freund hier. Komm mal her. Komm. Mach's dir gemütlich. Was willst du haben? Süppchen? Nimmst du nicht, ne? Egal. Endlich. So, Zombie hockt. Ja, freudig. Und dann die Hände zum Himmel. Das sieht so aus, als sehen sie ihn nicht, ne? Was ist los? Doch, sie sehen ihn. Aber der Kleine ist tot. Jetzt ist der Kleine tot.
weiter durchgerannt ist, ne? Das ist natürlich schlecht. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder Nachwuchs sorgen. Dann müssen wir hier aufmachen. Der Kleine ist auf jeden Fall irgendwie verreckt. Der ist anscheinend... Keine Ahnung. Der ist anscheinend hier reingerannt. Zum Zombie. Macht mal Nachwuchs. Natürlich jetzt blöd. So. Neue Aufnahme. Musst du mal ganz kurz was unterbrechen. Und ich war so frei und habe mir mal die Freecam-Mod draufgeschmissen. Da können wir ein bisschen was sehen. Und jetzt beobachten wir mal. Wir haben nämlich hier, wie ihr seht, einen Zombie. Wir haben drei Villager, die um ihr Leben fürchten und hier ein bisschen so rumrennen und sagen, Hilfe, 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 bitte, bitte, lieber Eisengolem. Okay. So. Und jetzt warten wir drauf, dass er erscheint. Da ist er. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir bekommen Eisen. Wir haben eine Eisenfarm, die wunderbar und cremig mit ein paar Anlaufschwierigkeiten funktioniert. Ach, guck mal, hier sind sie. Wir sind ein fliegender Kopf. Nein. Es ist ja nur eine kleine Modification, dass wir mal so von außen auf das Ganze drauf gucken können. Und wir haben mehr Iron Ingots. Und so funktioniert das Ganze. Jetzt können wir könnten wir die Fläche ein bisschen vergrößern, dann könnten wir das eine Wasser rausnehmen und nein, wir haben nicht so viel Lava. Von daher, Schmarri, wir kriegen Eisen. Wir kriegen Eisen. Das ist gesichert. Das heißt, wir können jetzt bald unsere Cobblestone-Fabrik ein bisschen verbessern. Oh, da ist einer gespawnt, wo er nicht spawnen sollte. Das müssen wir ändern. So. Das ist schlecht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ihr müsst darauf achten, dass da definitiv nichts ist. So, jetzt haben wir 9 Eisen, 3 Poppies. Wir können jetzt endlich, wenn wir noch ein bisschen Eisen haben, dafür müssen wir das Ding laufen lassen, noch ein wenig unser Cobblestone Generator upgraden. Ah, ihr seht die Flamme da hinten. Die möchte ich sehen. So. Ihr Lieben, wir haben das Ding umgebaut. Ich habe es jetzt ein bisschen höher gebaut, weil ich unter die Hopper jetzt noch Workbenches gesetzt habe. Einfach zur Sicherheit. Aber das Ding ist eh, sobald ich genug habe, wird das Ding eh umgesetzt. Mir geht es jetzt einfach nur darum, dass ich auf die Schnelle sehr viele Steine generiere. Dass ich einfach genug Material habe zum Bauen. Nebenbei, ihr seht es da hinten, wunderbar, die Eisenfarm läuft super flockig und ich habe schon ein bisschen was gemacht. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Also ich werde jetzt schauen, dass ich die Kiste hier voll mache. Und ja, das ist ein relativ simples System. Hier unten sind drei Hopper. Hier ist eine Lava und hier natürlich das Übliche. Ihr kennt das Spiel. Und daher brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Während da hinten schön Eisen generiert wird, werde ich jetzt einfach Steine sammeln, dass wir einfach genug Material haben. Und dann können wir endlich anfangen, hier auszubauen. Können auch den Stein gleich ein bisschen umwandeln, ein bisschen schöner machen alles. Bisschen toller, bisschen besser. Und ja, deswegen heißt es für mich jetzt einfach mal Steine schlagen. Ja. Wenn wir dann irgendwann noch einen Villager haben, wenn wir uns natürlich noch schönere Piken holen, aber bis jetzt reichen uns definitiv diese drei, weil wir kommen teilweise gar nicht durch mit der ganz normalen Picke. Weil das reicht, dicke 3 ist eine gute Sache. Wenn es natürlich eine verzauberte Spitzhacke hast, dann brauchst du natürlich vielleicht sogar 5. Aber so reicht es jetzt und ja, ich mache jetzt das Übliche. Ich stelle mich einfach hin und lasse die Picke ihre Arbeit machen. Wunderbar.
So. Sechs Eisenspitzhacken. Später sind wir endlich soweit. Die paar schenken wir uns jetzt erstmal. So, reicht dabei. Machen wir uns jetzt mal eine ganze Ecke voll Slabs. So, dann legen wir mal los hier. So. Der Grundstein ist gelegt. Wir gucken mal, es müsste soweit alles richtig geformt sein, wenn ich mich nicht großartig verbaut habe. Aber es sieht gut aus. Ja, sehr schön. So, das ist unser Zentrum. Das Zentrum des Ganzen. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht die Wiesen von da innen nach hier außen lege. So quasi als äußerer Ring. Aber die Tiere müssen da auf jeden Fall raus. Ich weiß nicht, was noch an Mobs kommt. Wir müssen auf jeden Fall noch alles, was an Holz hier drin ist, muss noch raus. Die Säulen hier, die Fichtensäulen, die werde ich auch austauschen. Die müssen da raus. Weil wenn da nochmal ein paar Feuermonster kommen, das muss anders sein. Deswegen würde ich gerne die Erde vorsichtig abtragen und würde schauen, dass ich sie hier hoch bekomme und da innen dann mit Clean Stone und Stone Bricks arbeiten. Das auf jeden Fall, die Schildkröten rauszubekommen, wird auf jeden Fall ein Spaß, aber den Spaß gönnen wir uns, weil die müssen da weg. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an Stein. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir in die Kisten. Können dann auch raus. Und ja, wie gesagt, der innere Kreis hier, das wird alles jetzt dann steinig. Ist vielleicht ein bisschen kühl und trist, aber auf jeden Fall brandsicher. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und hier dachte ich mir dann, wenn man die Treppen raufkommt, könnte man hier vielleicht so mit Torbögen arbeiten. Mal schauen, wie wir das machen. Dass wir dann quasi so Außenstellen wie jetzt zum Beispiel hier die Eisenfarm oder dann auf der anderen Seite müsste dann hier so eine Mobfarm noch hin. Dass wir das so machen. Das wäre so der Plan. Mal schauen. Erstmal checken, wie viel Stein habe ich noch. Oh, ging schon einiges drauf. Ein bisschen Cleanstone haben wir noch verbraten. Dann müssen wir noch einiges beraten. Das können wir gleich machen. Da müsste nämlich noch ein bisschen was dabei sein. Oh, perfect timing. Sehr schön. Machen wir das mal. Schauen wir mal, was haben wir hier noch drin. Ja, das passt. Das passt. Gut, dann brate ich jetzt mal ein bisschen durch. Und dann würde ich gleich mal schauen, dass ich hier vorsichtig drunter komme. Machen wir uns eine Wasserleiter, machen wir uns ein paar Blöcke. Und dann, wenn wir hier schauen, dass wir die Erde vorsichtig austauschen gegen Stein. Das wäre der Plan. Nebenbei werde ich nochmal schauen, dass ich vielleicht noch ein, zwei Öfen mache. Dass wir die Steine ein bisschen schneller durchkriegen. Das Ganze werden wir dann hier oben machen. Das ist dann, denke ich, besser. Hier haben wir noch Kohle. Okay, wir müssen, glaube ich, entweder auf Holzkohle umsteigen. Oder ich habe noch irgendwo Kohle versteckt. Ja, so viel habe ich nicht mehr. Dann müssen wir nebenbei noch Holzkohle machen. Auch kein Thema. Können wir machen. So, eine Kohle für 8 Einheiten. Und der Rest wird dann direkt Holzkohle. Du darfst nebenbei noch ein bisschen durchbraten. Und ich kümmere mich jetzt, wie gesagt, hier darum, dass die Erde verschwindet. Und auch das Holz hier. Das wird alles jetzt ein bisschen größer. Aber, ja. Wir machen es trotzdem irgendwie schön. Irgendwie. Da finden wir Möglichkeiten. Irgendwie. Ah, die Kisten sind weggeräumt. Der Regen hört auch endlich auf. Juhu. Oh, auf Tauchstation. Na komm. So, das reicht mir. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt
Schaufel finden in dem ganzen Chaos, das wir verursacht haben. Aber zum Glück so halb Durchblick habe ich. Aber ich will die Erde nicht verlieren, weil wir haben eh so wenig. War zwar ein Riesenaufwand, die Wiese da hinzubekommen, aber wir werden ja nichts verlieren. Wir werden schauen, dass wir oben dann mit der Wiese hinkriegen. So schnell wie es geht. Und das wird jetzt wirklich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich werde jetzt hier einfach alles schon mal untermauern. Mit einem Half-Slab, ja. In der Slab. Und die Erde ja sichern. Werde dann schauen, dass ich hier schon mal vielleicht irgendwas Schönes reinmache. Vielleicht sogar eine Form. Können wir mal schauen. Vielleicht können wir aus Stein irgendeine schöne Form bauen. Irgendein Muster, irgendein Ornament, irgendwie sowas. Mal schauen. Das muss noch weg hier. Und dann muss ich schauen, dass ich dann das gleiche hier nochmal mache. Und die Tiere dann schauen, dass ich hochbekomme. Aber ich muss vorher schauen, dass ich wieder ein bisschen Wiese oben habe. Weil sonst habe ich wieder das Problem, wenn ich die Schafe schere, kriege ich keine neue Wolle. Das wäre nicht schön. Von daher müssen wir mal schauen. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt zwar ein kleiner Aufwand, aber er wird sich lohnen. Also, jo, mache ich mal. So, da hätte ich das erste Eck ausgebessert. Mal aus der Luftansicht. Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt noch, weil mir das Ganze nicht so ganz gefallen hat mit dieser kleinen Cleanstone-Kante, die wir hatten. Also diese da. Die habe ich jetzt komplett rausgemacht und habe das Ganze mal so leicht diagonal herauflaufen lassen. Das finde ich insgesamt trotzdem optisch ansprechender. Das werden wir vielleicht noch. Ich muss mal gucken, weil wir haben leider hier in der 1.16 keine Cleanstone-Mauer und sonstiges. Sonst hätte ich dann noch ein bisschen mehr spielen können. Aber ich bin leider in der Blockauswahl ein bisschen eingeschränkt. Und mit Andesit und so weiter bin ich auch noch nicht so gut ausgestattet. Von daher müssen wir mit denen arbeiten, was wir da haben. Aber so insgesamt, ist der falsche Knopf. Finde ich es doch jetzt ein bisschen ansprechender. Ich habe jetzt hier hinten mal eine Cleanstone Wall hochgezogen, also eine Wand quasi, ne, dass man hier nicht durch kann. Ja, einfach die Sicherheit, dass man hier nicht rausfallen kann. Und wie gesagt, hier die Cobblestone einfach mal so versucht, ein bisschen so schräg rauflaufen zu lassen. Fand ich insgesamt sehr ansprechend. Ich muss jetzt da nur schauen, dass wir hier hinten noch ein bisschen Verkleidungselemente hinmachen, weil es ist schon ein bisschen sehr kühl. Ne? Aber so insgesamt von der Grundform finde ich es gut. Ich brauche jetzt dann nur noch ein bisschen Deko. Deko werden wir noch hinkriegen. Da werden wir mal schauen, vielleicht, wenn wir da auch jetzt, wenn das die Eisenfarm noch ein bisschen besser funktioniert, mal vielleicht mit Laternen oder sowas arbeiten. Mal schauen, da können wir gucken. Apropos, ich habe gesehen, ich habe das übliche Problem, dass, wollen wir mal hier reinschauen, die haben Schiss ohne Ende, die schreien und jammern und hin und her, aber irgendwie spawnt nicht immer ein Golem. Deswegen musste ich vorhin schon mal die Farm resetten. Ich werde auf jeden Fall meine Reset-Funktion, die ich entwickelt habe, mit
aufnehmen. Und da blockiert das Eisen ein bisschen. Warum gehst du nicht rein? Da ist eine Strömung, die irgendwie blockiert. Okay, gut. Da, wenn es euch interessiert, das werde ich heute in der Folge nicht machen. Ich verlinke euch das Video, könnt ihr reingucken. Ansonsten müsst ihr warten, aber ich werde es auf jeden Fall da auch nicht im Detail zeigen. Aber wir werden auf jeden Fall eine Funktion einbauen, dass das Ding sich immer wieder resettet. Dass der Spawn vom Golem auf jeden Fall besser funktioniert. Das werden wir machen. Ich werde jetzt noch mal gucken, was da oben für eine Strömung ist, die es blockiert, dass mein Eisen dahin fährt, wo es hinfahren soll. Oder ist es jetzt schon drin? Ne, immer noch nicht. Okay, gut. Dann mal gucken. Jetzt, nachdem ich es einmal kurz reset habe, also ich bin reingegangen, habe die Mauer kurz blockiert, dass die sich mal kurz hinlegen konnten. Und so. Ah. Okay. Was bleibt hier im Schild hängen? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Muss ich das Schild umsetzen? Und? Gut. Jetzt funktioniert's. Ahoi. Wunderschön. Mal wieder alles spawnproof machen. Ich werde jetzt dann noch das Ganze weiter verfolgen, werde hier noch ein bisschen umbauen. Ich habe auch nebenbei schon das Gras umgezüchtet, dass wir hier oben schon mal Gras haben. Ja, das heißt, wir können dann hier alles umtragen, können die Tiere rüberholen und so weiter. Kann jetzt hier dann schon mal anfangen, Wiese überzusetzen. Muss dann nur hoffen, dass der Golem, also bis jetzt ist er hier noch nicht gespawnt. Ne? Ich weiß nur nicht mehr genau, in welchem Blockradius. Deswegen will ich die Grasreihe jetzt nicht so breit machen. Aber dass man einfach 2, 3 Erdblöcke quasi Platz haben. Und das würde ich dann gerne auch der Optik halber um das Konstrukt hier umgezogen haben. Das wäre so mein Plan. Einen grünen Streifen hier rum. Vielleicht machen wir es auch so, dass ich dann hier einfach nur so ein bisschen Brunnen oder so könnte man hier reinbauen. Brunnen oder genau in der Mitte einen Erdblock, wo dann ein Baum wächst. Baum unserer Wahl. Vielleicht auch ein Custom Tree, wobei ich in Custom Trees echt schlecht bin. Aber einfach, dass wir so ein bisschen Akzent haben. Ein bisschen Farbe. Ich weiß, Feuermonster und so weiter. Also Wasser wäre dann eigentlich schon geschickter, wenn wir uns einen Brunnen hier reinbauen. Irgendwie sowas. Einfach nur ein bisschen Farbe reinbringen. So. Tiere sind oben. Nun müssen wir noch die Schildkröten hier rauskriegen. Ja, das kriegen wir auch. Können wir das noch umbauen? Unsere Hundis noch wegräumen. Und dann müssen wir nur noch umbauen. Hier drauf, damit auch kein Spawn erscheinen kann. Es wird langsam. Es wird langsam. Das Mittelgebäude muss auf jeden Fall noch anders werden. Es passt jetzt so gerade nicht ganz rein. Das ist so ein bisschen deplatziert. Deplatziert. Das ist zu viel, zu bunt. Und da ist ein Loch. Das wissen wir ja. Es sprengt sich ja immer wieder rein. Weiß gar nicht, ob Obsidian. Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir genug Obsidian haben. Und wir dann Obsidian-Deckel machen. Ob es den auch wegsprengt. Wer weiß. Jetzt müssen wir nur noch die Schildkröten umsetzen. Und dann wird es langsam. Jetzt kann ich erstmal wieder ein bisschen Erde umsetzen. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit der Erde so rumkommen. Ah, wir haben noch. Ich setze jetzt mal schnell da oben rein. Ich will jetzt erstmal schnell die Schildkröten umsetzen.
Trotzdem einiges da. Da sieht man erstmal, was man so an Blöcken eigentlich verbaut hat. Wenn man da mal sich alles komplett durchzieht. Wo ist meine Schere? So. Bin jetzt mal gespannt, ob das so gut klappt. Wer geht's? Tendelfrosch. Ah. Hier hinten wollte Selbstmord betreiben. Das lassen wir natürlich nicht zu. Plupp. Also weg. Ein Schildkröte werden nicht getötet. Genauso wie Delfine. Ganz wichtig. Nein, das macht man nicht. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit kannst du gerne den Abo-Button smashen. Oh. Weil wenn du ihn nicht smashst, dann wird eine Schildkröte sterben. Ein Spaß, so ein scheiß Video mache ich nicht. Und Video-Content meine ich. Drück den Button liken, sonst stirbt eine Schildkröte. Nein, Spaß. Mach mal nicht. No? Ja. So, pack die Schildkröten ein. Du likest das Video. Drückst auf die Glocke, drückst auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder oder wie auch immer. So, kommt mal her hier. Seid ihr alle da? Eins, zwei, drei. Gut. Vorsicht, da ist ein Hund. Er schiebt eiskalt den Hund weg. Muss ja den Hund vor der Schildkröte beschützen. Ist ja krass. Armer Hund. Ja, gar nichts dafür. Pass auf, dass die dich in eine Runde schubst. So, ihr bleibt schön hier. So, wir befinden uns in den letzten Zügen. Schauen wir mal, wie viel wir noch schaffen mit unserer Erde hier. Aber dann zeige ich euch das Gesamte. Es wird auf jeden Fall besser aussehen, wie gedacht, glaube ich. War jetzt gerade noch nicht so ganz sicher, aber gut. Ja, bisschen Deko fehlt noch. Oh, das kommt auf jeden Fall. Das kommt hundertprozentig. Ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass wir doch so viel Erde hier rausgeklopft haben. Oh ja. Weiße, die haben einiges an Erde gefuttert. Das heißt, der grüne Streifen sollte realisierbar sein. Das ist schon mal was. Wahrscheinlich geht es wieder wegen ein, zwei Erde nicht auf. Ich kenne mich, ich kenne mein Glück. Aber wir werden uns überraschen lassen. Doch nicht wegen einer Erde, sondern wegen ein bisschen mehr. Aber es ist echt nicht viel. Es ist wirklich nicht mehr viel, was fehlt. Ja, das kriegen wir hin. So. Okay, 3, 2, 1, Abschuss. Ah. Ja. Jetzt muss nur noch die unendliche Wasserquelle verschwinden. Das Gebäude muss noch ein bisschen schöner werden. Und natürlich noch so ein paar kleine Stilelemente mit rein. Aber so im Großen und Ganzen schaut es auf jeden Fall besser aus, als ich es befürchtet habe. Dadurch, dass wir jetzt die Erde hier raus haben und eigentlich nur mit Cleanstone, Cobblestone
und Stone Bricks arbeiten. Ja, Beleuchtungskonzept fehlt auch noch, ja, aber dafür haben wir unsere Eisenfarm. Da müssen wir gleich mal nochmal rüber gucken, ob es noch schon ein bisschen Eisen abgeworfen hat. Ansonsten werden wir im nächsten Video definitiv die Reset-Funktion einbauen, dass die Farm sich immer wieder selbstständig resettet und der Spawn vom Eisengolem nicht durch irgendwas behindert wird. Aber ein bisschen was ist drin. Ein bisschen was. Gut, Holz haben wir auch. Das ist gut. Da hauen wir gleich mal ein bisschen Licht dran. Wobei es ist 1 hoch. Nur 1-1. Das heißt, da kann auch eine Spinne irgendwie spawnen. Das ist ganz praktisch. Dann, ihr Lieben. Ja, ihr wisst ja. Ist es wirklich schon so spät? Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir das Baukonstrukt gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen. Wenn du Vorschläge hast, was ich noch als Stilelemente mit reinbringen kann, gerne unten in die Kommentare reinpatschen und natürlich gerne abonnieren, liken, wäre super für den YouTube-Algorithmus und natürlich auch die Glocke nicht vergessen, wenn dir das Ganze gefällt, immer gern draufklicken, dann kriegst du die neuesten Videos up to date mit ja, wahrscheinlich ein bisschen Verzögerung, aber du wirst informiert. Das ist wichtig. Gut, dann sage ich auf Wiedersehen, reingehauen, bis zum nächsten Video. Und dann gucken wir, was da in dem Blog auf uns wartet. Bis dahin. Ciao mit V. Nee, ciao mit V, das ist der andere. Wir wollen nichts kopieren. Nein. Nee. Also.